Ich bin die Vicky, ich bin beruflich im Marketing tätig und in meiner Freizeit treibe ich gern Sport, zum Beispiel Yoga und Inlineskaten. Ich nähe auch sehr gerne, zum Beispiel, also ich nähe auch Kleider einfach gerne, die ich dann, also für mich, die ich dann trage. Und das kommt aber zeitlich manchmal sehr kurz. Ich engagiere mich in meiner Freizeit auch ehrenamtlich und das nicht nur bei der Vermittlerei, sondern auch beim Verein Aufstehen, wo ich im Vorstand bin. Ich komme bei der Vermittlerei zum Einsatz, wenn Not an der Frau ist, bei verschiedenen Projekten, bei verschiedenen Aufgaben. Einfach zum Beispiel bei Crowdfunding, also bei Eventmanagement-Geschichten oder bei dieser Videoreihe habe ich jetzt angefangen, da habe ich auch mitorganisiert. Viele Kleinigkeiten auch, weil es fallen halt auch bei so einer Organisation extrem viele Aufgaben an, die erledigt werden müssen, damit einfach wir versuchen können, mehr Spenden zu generieren auf der einen Seite und eben um das Angebot für NGOs nochmal zu vergrößern. Bei der Vermittlerei engagiere ich mich extrem gerne, weil ich mich nicht zwischen zwei Themen entscheiden musste. Ich musste nicht sagen, ja, ich suche mir eine Umwelt-NGO, für die ich mich engagiere, oder ich suche mir eine NGO, die sich eben für Bedürftige engagiert. Ich habe mir die Vermittlerei ausgesucht, weil sie einfach beide Seiten abdeckt. Mich einfach beide Seiten wirklich extrem interessieren und ich so einfach auch der Gesellschaft quasi meinen Anteil irgendwie zurückgeben möchte.